Weißt du, was das für ein Baum ist? Ein Tierapfel? Ja, richtig. Richtig. Stella Sophie Lukas ist nun offizielle Baumpatin. Bürgermeister Thomas Schmidt überreicht ihr die Urkunde für den Malus Floribunda und hofft, dass die Achtjährige Vorbild für andere ist. Finde ich ganz, ganz toll von dir. Und jetzt wünsche ich mir natürlich, dass es noch ganz viele nachmachen. Seit 2015 werden in Teltow Baumpatenschaften vergeben. Stella Sophie ist Nummer 14. Das passt, sagt Vater Mario. Sie hat am 14. ihr Geburtstag. Sehr schön. Am 14.04. Und Stella Sophie, der Baum wächst mit dir mit. Er steht, zusammen mit zwei anderen Zieräpfeln, in der Richard-Wagner-Straße vor dem Haus von Stella Sophies Großeltern. Die Bäume wurden vor 3 Jahren von der Stadt hier gepflanzt und werden seitdem vor allem von Oberhorst umsorgt. Das liegt mir so am Herzen und ganz ehrlich gesagt, die Bäume finde ich sehr schön. Die blühen wunderbar und die passen hier zu unserem Haus und da möchte ich die eigentlich nicht missen. Wir haben immer einen Opa- und Oma-Tag. Da kommt sie immer donnerstags und Donnerstag ist sie dann immer da und muss die Aufgabe hier erfüllen. Und wenn sie so zwischendurch kommt, dann machen wir das irgendwie gemeinsam. Und die übrige Zeit hat sie die Arbeit delegiert auf ihren Opa und ihre Oma. Vor kurzem haben Opa und Enkelin gemeinsam die Stämme gekalkt, um sie vor Pilzbefall zu schützen. Ansonsten wird gegossen, wenn es nötig ist, wie jetzt in der Trockenphase, regelmäßig nach dem Rechten gesehen und bei Auffälligkeiten Stadtgärtner Ralf Dieter informiert. Ja, das ist eine sehr gute Sache. Freut mich, dass Sie da sind. Sie stehen ja auch hier im Einzelstand, haben versiegelte Flächen um sich herum, also einen sehr hohen Verdunstungskoeffizienten hier durch die Strahlungshitze noch verschärft die ganze Geschichte. Insofern ist die Hilfe des Menschen hier bei diesen Extremstandorten unbedingt erforderlich. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr, wenn die Anlieger das dann auch wahrnehmen hier. Die Hauptverantwortung, also beispielsweise auch der Beschnitt, liegt aber nach wie vor bei der Stadt. Eine Baumpatenschaft kostet übrigens nichts und wer daran Interesse hat, meldet sich einfach im Teltower Rathaus.